Hallo Internet und willkommen zurück zu Let's Play New Pokémon Snap. Wir schauen uns heute die restlichen DLC-Aufträge an und wir beginnen mit Verborgen im Wasser. Siehst du die Spuren im Felsen? Ich glaube, das ist das Werk eines ziemlich großen Pokémon. Würdest du der Sache bitte für mich nachgehen? Ja, sicher! So, das Schöne an diesem Auftrag ist, dass wir gleichzeitig noch einen zweiten miterledigen können. Zunächst einmal sollen wir das Impergator, das da oben langläuft, mit Samtäpfeln abwerfen, solange bis es wegrennt. Hey, das hat funktioniert. Dann sollte das gleich hier vorne auftauchen und von dem Felsen runterspringen, was uns zu Auftragsfoto Nummer 1 führt. Ein Impergator im Sprung. Sehr schön. So, jetzt können wir einfach ein bisschen nach vorne boosten. Ja, Hallöchen! Oh, ihr seid so süß. Ja, du bist auch süß, Morlott. In Ordnung. Gleich sollten wir zwei Karpador begegnen. Und sobald wir die sehen, sollen wir erst einmal die Melodie spielen und direkt danach scannen. Dann springen die angeblich ins Wasser. Sehr schön. Und jetzt müssen wir eine Lumina-Kugel in Richtung Wasserfall werfen. Und dann sollte hier vorne gleich ein Gyarados auftauchen. Ja, und von dem Gyarados brauchen wir auch ein Foto. Oh, die Karpador freuen sich. Na, funktioniert es oder nicht? Ja, sehr schön. Das Gyarados. Und das war's schon. Ich habe schon auf dich gewartet. Würdest du bitte gleich ein paar Fotos für mich auswählen? Ja, sicher. Na, hat's funktioniert? Jo, zwei Aufträge. Sehr schön. Einmal haben wir hier das Impergator. Das Foto ist sogar ganz nett geworden. Und hier haben wir das Gyarados. Ja, auch ganz schön. So. Was sagt denn El Professore dazu? Impergator, 4 Sterne. Es springt mit aller Kraft. Auftrag erfüllt. Und da haben wir Gyarados, 4 Sterne. Es setzt Kaskade ein. Auftrag erfüllt. Dann schauen wir uns mal die Belohnungen an. Verborgen im Wasser. Wir bekommen einen Effekt, okay, beziehungsweise einen Rahmen. Ja, ist ganz in Ordnung. Danke, in ihm steckt also so viel Kraft, dass es die Topographie des Ortes verändert hat. Pokémon sind wirklich beeindruckend. Und dann haben wir noch eine Stelle zum Tauchen. Das war der zweite Auftrag mit dem Impergator. Da bekommen wir einen Filter, Schablone. Aha. Laut Phil ist das Neo One hier vom Weg abgekommen. Er meinte zudem, ein lautes Geräusch gehört zu haben. Obwohl irgendwo etwas heruntergefallen ist? Das war also ein Impergator. Kein Wunder, dass das Neo One ausgewichen ist. Ein tolles Foto. Weiter geht's mit den Aufträgen im trockenen Ödland bei Tag. Hier haben wir unter anderem die Mutprobe. Erst dachte ich, das wäre zu gefährlich, aber Floink kann diesen Sprung bestimmt schaffen. Du solltest es auch anfeuern. Yo, mach ich! Für diesen Auftrag müssen wir zunächst einmal die alternative Route nehmen. Das geht ja ruckzuck. Dann sollten wir hier oben ein Floink treffen. Das sollte gleich hier an der Seite irgendwo runterlaufen. Also hier so in dem Bereich. Ja, da ist es. Sehr schön. So, und das Floink, das müssen wir jetzt ein bisschen ermutigen. Na, Floink ist so niedlich. Ich liebe Floink. So, erst einmal wird gescannt, dann springt das gleich irgendwo runter, genau. Oh, du bist so süß. So, jetzt müssen wir ein bisschen boosten.
Und das Floink gleich noch einmal abwerfen. Das heißt noch einmal, überhaupt mal abwerfen. Mit einer Lumina-Kugel. Dann sollte das genug Power haben, um darüber zu springen. Okay, ich glaube, ich habe es getroffen. Yo, es springt! Holy moly! Und das war das Foto. Hoffe ich jedenfalls. Also, man weiß ja nie, ne? Jo, das war das Bild. Oh. So ein agiles Floink. Floink, 4 Sterne. Es springt mit aller Kraft. Auftrag erfüllt. Was für eine Mutprobe. Moi, 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 moi. So ein mutiges kleines Kerlchen. Okay, ein Stempel, so kleine Seifenblasen, ja, ist ganz nett. Juhu, geschafft! Der Professor hat nicht übertrieben, als er sagte, Floink hätten eine enorme Sprungkraft. Danke für das Foto. Als nächstes haben wir in Spiellaune. Es will einfach keine Samtäpfel fressen, vielleicht hat es keinen Hunger. Aber wirf ihm lieber trotzdem ein paar hin, nur für alle Fälle. Der Auftrag könnte sehr, sehr leicht werden. Funktioniert nur auf Level 3. So, man soll hier vorne alles mit Äpfeln voll spammen. Also 100.000 Äpfel hier einfach hinwerfen. Und irgendwann sollten... die Dikter anfangen... für das Wuffels mit Äpfeln zu spielen. Okay, das hat nicht funktioniert. Machen wir es nochmal. Tja. Vielleicht darf man nur da links Äpfel hinwerfen. Ah, okay, 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 okay. Das Wuffels muss da vorne hinlaufen. Moment! Hey, sie machen's! Oh, ach nein, ist das süß. Er ist ja mega niedlich. Na, ist das sweet. Oh. Mann, war das niedlich. Yay, das hat funktioniert. Habe ich da ein schönes Bild von? Ja, die sind alle cool. Oh, das sieht so niedlich aus. Oh, und wie sich das Wuffels darüber freut. Dieses Foto berührt mein Herz. So, Dikta, 4 Sterne. Ah, es spielt mit einem Samtapfel. Auftrag erfüllt. Das war in Spiellaune. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Was kriegen wir für eine Belohnung? Ein Rahmen. Oh, mit Äpfelchen. Nicht schlecht. Wow, die Dikta scheinen hier jede Menge Spaß zu haben. Sie wollten wohl lieber spielen. Weiter geht's mit eine bezaubernde Pose. Phil hat berichtet, dass Amphira nach dem Tanzen eine einzigartige Pose einnehmen. Macht dich das auch neugierig? Ja. Auch dieser Auftrag funktioniert nur auf Level 3. Diesmal müssen wir die reguläre Route nehmen, also hier rechts lang fahren. Und da sollten wir dann gleich ein Amphira sehen. Genau, erstmal die Melodie spielen. Sehr schön. So, jetzt nochmal die Melodie spielen. Müsste das tanzen und dann soll man es mit einer Lumina-Kugel abwerfen und dann macht es so eine komische Pose und das war auch schon das Foto. Mensch, das geht ja rucki-zucki heute. Also, falls es geklappt hat. Ja, da ist die Pose, die brauchten wir. Okay, sehr schön. Was sagt denn der Professore dazu? Amphira,
4 Sterne. Es sieht gut gelaunt aus. Auftrag erfüllt. Eine bezaubernde Pose. Oh, so ein schönes Foto. Das muss die Pose sein. Ob es damit jemanden betören will? Tja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Als nächstes haben wir ungenießbar. Ich habe ein lautes Geräusch gehört und plötzlich ist ein Smogon davongeschossen. Was da wohl passiert ist? Okidoki, ein super cooler Auftrag. Wir müssen in den Bereich mit dem Giftsumpf fahren. Genau, hier vorne hin. Jetzt müssen wir links oben auf diesen Giftvulkan schauen. Da sollte ein Amphira stehen. Genau. So, das müssen wir jetzt abwerfen. Das ist ein bisschen schwierig. Dann sollte ein Smogon aus dem Vulkan kommen. So, und jetzt kommt es drauf an. Das Smogon fliegt jetzt nämlich hier rüber zu dem Schluckwech. Und dann versucht das Schluckwech, das Smogon zu snacken. Nein, wie geil ist das denn bitte? So ein cooles Bild. Ah. Leider ein blöder Winkel. Ja, egal, das war das Foto. Sehr schön, hat gezählt. Aber das ist so eine geile Idee. Das snackt sich einfach das Smogon. Das Bild ist der Burner. Ah, schade, dass ich das nicht von vorne fotografiert habe. Naja. Erledigt ist erledigt. Schluckwech, 4 Sterne. Oh je, es scheint ein Smogon verschlungen zu haben. Sehr schön, Auftrag erfüllt, Leute. Das war wirklich ungenießbar, liebe Leute. Was? Schluckwech hat versucht, es zu verschlingen? Ah, dann wurde das, was ich gesehen habe, wohl gerade ausgespuckt. Einfach nur eine geile Idee. So, Dalle, jetzt kommen die Ödland-Nachtaufträge. Unter anderem haben wir da Duell im Sumpf. Hey, ich habe etwas Abgefahrenes gesehen. Serapendra hat seinen Gegner mitten in der Luft angegriffen. Das war der Hammer. Okay, ein absoluter Hardcore-Auftrag. Also wirklich super, super schwer und ein bisschen abstrus. So, wir müssen zunächst das linke Sandan dort oben mit einer Lumina-Kugel abwerfen. Dann rollt es hier runter. Dann muss man das Dicta hier rausholen. Dann sollte sich das Sandan gleich verbuddeln. Okay, das hat schon mal funktioniert. Jetzt können wir ein bisschen boosten. Das Ganze funktioniert übrigens nur auf Level 2 der Nachtstrecke. Also diese Aktionskette hier, die ist richtig, richtig weird auf jeden Fall mal wieder. Wobei die restlichen Aufträge des DLC gingen eigentlich. Naja. Als nächstes muss man hier vorne wieder Diktas aus der Erde holen. Und danach soll man die mit Äpfeln abwerfen. Also erst aus der Erde holen und dann abwerfen. Dann buddeln die halt so ein bisschen weiter. Dann reagiert das Sandan da drauf. Warum auch immer. Oder hat das jetzt auf den Apfel reagiert? Na egal. Ich glaube, das war in Ordnung. So, jetzt müssen wir da vorne das Skorgro abwerfen mit Äpfeln, damit es wegfliegt. Also man muss auch wirklich alles machen, angeblich. Okay, das ist aufgewacht. Sollten die Sandern hier runterrollen? Ja. Dann müsste das hier auch noch aufwachen. Ja, oder auch nicht. Na egal. So, das eine Sandern ist jetzt da vorne. Dann fliegt das Skorgro da lang. Und irgendwann sollten Skorgro und das Serapendra anfangen zu kämpfen. Aber das dauert wohl ein bisschen.
Deswegen soll man hier auch den Zoom anmachen. Tja, kämpfen die jetzt noch oder nicht? Ich bin mir halt nicht sicher, ob's... Ah, okay. Ich glaube, das war wichtig. Bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gemacht habe. Ja, die sollten sich gleich irgendwann mal wahrnehmen. Genau. Okay, okay, okay. So, jetzt fangen sie gleich an zu kämpfen und dann... brauchen wir ein Foto vom Kampf. Ja, los! Hoffentlich war das richtige Foto dabei. Mann, 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 Mann. Okay, also davon braucht man ein Bild. Okay, zweite Chance. Naja. Okidoki. Das richtige Bild war dabei. Boah, aber... das war auch eine knappe Kiste. Mann, Mann, Mann. Ja, also viel zu schwer auf jeden Fall, der Auftrag. Da kommt man ja selber gar nicht drauf. Mal wieder. Tjo, es kämpft anscheinend um sein Revier. 4 Sterne, Auftrag erfüllt. Und die Seite ist komplett. Das war auf jeden Fall der schlimmste DLC-Auftrag bis jetzt. Duell im Sumpf. Ja, das Foto ist aber ganz cool. Was kriegen wir als Belohnung? Einen Rahmen. Ziemlich cool, was? Ich breche auch gleich zum trockenen Ödland auf, um ein Foto davon zu machen. Ja dann, viel Spaß, Phil. Weiter geht's mit umgekipptes Castellith. Der Felsen auf seinem Rücken ist robust und sehr schwer. Wenn es mal auf den Rücken fällt, kann es sich bestimmt nur schwer wieder aufrichten. Gut, also der Auftrag klingt zum Glück wieder easy. Man soll das Despota hier mit Äpfeln abwerfen. Ganz wichtig ist, dass man seinen Rücken trifft. Also man darf ihn nicht von vorne abwerfen. Ja, gar nicht mal so leicht. Okay, dann sollte das Despota auf ein Castellith losgehen. Genau, und eigentlich sollte das Castellith jetzt umdrehen. Holy moly! Och, das Arme, das ist ja voll fies. Boah, wie gemein. Mann, 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 Despota, echt. Okay, das Bild war auf jeden Fall korrekt. Ach, es tut mir schon ein bisschen leid, das Castellith. Naja, ist halt manchmal so, ne? Manchmal hat man eben Pech. Kein guter Tag. Oder keine gute Nacht, eher gesagt. Oh je, es ist auf den Rücken gefallen. 4 Sterne und Auftrag erfüllt. Und die Seite ist komplett. Das war ein umgekipptes Castellith. Witziges Bild auf jeden Fall. Was kriegen wir als Belohnung? Einen Stempel. Wow, was für ein Anblick. Es muss wirklich sehr stark sein, wenn es sich ganz allein aus dieser Lage befreien kann. Ja, hoffen wir mal, ne, dass sich das befreien kann. Weiter geht's mit das müde Skorgro. Ich habe ein Skorgro gähnen sehen. Da man sie tagsüber nie sieht, dachte ich, dass sie zu der Tageszeit immer schlafen. Aber warum ist es dann müde? Sodale, erst einmal müssen wir die alternative Route nehmen. Das ist ja nachts nicht ganz so leicht. Wir brauchen die ganzen Diktas hier vorne. Ach nee, Moment. Erst mit einer Lumina-Kugel abwerfen, dann fotografieren. Genau, dann laufen die hier rüber zum Felsen. Oder die graben sich zum Felsen. Dann müssen wir die Kristallblume abwerfen. Dann schieben die ja, glaube ich, den Felsen, ne? So war das.
können wir diesen Pfad hier nehmen. Ja, alleine das ist ja schon ein bisschen Arbeit, ne? So, jetzt muss ich aufpassen. Und zwar soll man hier oben das Skorgo abwerfen mit einem Apfel. Das hat funktioniert. Jetzt muss man hier Vivillon abwerfen mit einer Lumina-Kugel. Dann weckt es hier vorne das andere Vivillon auf. Das wiederum greift das Skorgo an. Mit irgendeiner Schlafattacke, Schlafpulver oder was auch immer. Und dann sollte das gleich gehen. Oh, ein niedliches Foto. Jo, und das war's. Ja, kommt man aber selber natürlich nicht drauf. Also, wieder vollkommen abgefahren, der Auftrag. So, da haben wir's. Das Foto ist, glaube ich, richtig gut geworden. Oh, es gähnt. Ach, wie süß. Skorgro, 4 Sterne. Es sieht müde aus. Liebe Leute, Auftrag erfüllt. Das war das müde Skorgro. Dafür gibt es keine Belohnung. Na sowas, es ist also wegen Vivillon so müde geworden. Dann ist es wohl doch kein Langschläfer. Als nächstes haben wir ein Trugbild im Ödland. Seraora soll manchmal etwas anders aussehen als sonst. Könntest du das bitte für mich untersuchen? Ja, gerne doch. Okay, das klingt glücklicherweise nicht ganz so schwer. Zunächst müssen wir das Seraora finden. Das liegt da vorne. So, das müssen wir mit Äpfeln abwerfen. Dann wacht das auf und sollte hier irgendwo langlatschen. Genau. Ja, schon ganz schön flink unterwegs, ne? Irgendwann bleibt es dann stehen. Genau. So, jetzt müssen wir das Despotar abwerfen. Mal wieder. Und dann sollte das Despotar irgendeine Attacke starten. Sehr schön. So einen komischen Wirbelsturm. Und darauf sollte das andere reagieren, das andere Pokémon. Oh, holy moly! Seraora! Ah, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten. Alter Schwede! Was? Boah, das sieht ja mal mega cool aus. Okay, das war das Bild, das wir brauchten. So, Seraora! In der Super Saiyajin-Variante. Boah, es sieht ja wirklich ultra krass aus. Boah, ist das nice. Holy moly. Das beste DLC-Foto bis jetzt, glaube ich. So, Seraora. Das ist also die Kraft des Blitzes. 4 Sterne, Auftrag erfüllt. Ein Trugbild im Ödland. Boah, das Bild ist so gut. Mann. Ein Stempel, sehr schön. Danke, dieser Effekt wird wohl durch die elektrische Energie verursacht, die durch seinen Körper fließt. Faszinierend. Ja, finde ich auch. Kommen wir zur vorletzten Aufgabe, das Vivillon-Tal. Wir haben hier Flügelstaub von einer Vivillon-Form gefunden, die es auf Volca gar nicht geben sollte. Bitte geh der Sache für mich nach. Ja, gerne doch. Sodale, ein schwieriger Auftrag, weil wir schnell sein müssen.
Also, wir müssen am Anfang 3 Vivillon mit Lumina-Kugeln abwerfen. 1, 2, 3. Dann müssen wir die Dicta abwerfen und fotografieren. Ich habe diesen Serienbildmodus mal kurz ausgeschaltet. Boah, okay. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir die alternative Route nehmen. Na los! Okay, puh, okay, das war der anstrengende Teil. Moment, dann schalte ich mal eben den Serienbildmodus wieder ein. So, jetzt sollten die Vivillon sich hier gruppieren. Oh, tatsächlich. Ach, wie schön, da sind so viele auf einen Haufen. Oh. Gut, man sollte nicht boosten an dieser Stelle. Jetzt kommt nochmal ein kleiner tricky Part. Und zwar müssen wir diese Kristallblume da vorne treffen mit einer Lumina-Kugel. Sobald die Vivillon in der Nähe sind. Ich fange jetzt schon mal an. Kann die ja mehrfach treffen. Okay, dann sollten die anfangen zu leuchten, genau. Und dann tauchen noch mehr Vivillon auf. Und da sind ein paar dabei, die eigentlich nicht hierher gehören. Genau, zum Beispiel dieses Schneefeldmuster. Und davon brauchen wir ein Foto. Was haben wir da? Aquamarinmuster gehört auch nicht hierher. Boah, das ist aber so schön, ne? Ey, das ist so sweet. So viele Vivillon auf einen Haufen. Ah. Oh. So, Dalle. Ich hoffe, das richtige Bild war dabei. Yes. Ja, eins von denen hier. Die zählen glücklicherweise alle. Vivillon, 2 Sterne. Es fliegt gerade. Ja, gehört aber nicht hierhin. Und damit haben wir den Auftrag erfüllt. Das Vivillon-Tal. Oh, so viele Vivillon. Die Vivillon werden wohl von der Energie dieses Tals angezogen, sodass sie übers Meer fliegen, um hierher zu kommen. Und damit sind wir auch schon beim letzten Auftrag angekommen, zum Schutz seiner Freunde. Wuffels sind zwar klein, aber sehr tapfer. Selbst in einer Notlage würden sie versuchen, ihre Freunde zu beschützen. Auch hier müssen wir wieder die alternative Route nehmen. So. Jetzt müssen wir ein bisschen boosten. Wir müssen da vorne zu dem Nest. Da sollte gleich ein Wuffels mit seinen Freunden auftauchen. Haben wir auch schon mal gesehen, also ist jetzt nichts Neues. Genau. So, jetzt müssen wir das Wuffels mit einem Apfel treffen. Es hat funktioniert. Moment, mal eben den Serienbildmodus einschalten. Jetzt müssen wir warten, bis von der Seite das Griffeldis kommt. Genau, und jetzt müssen wir das Wuffels abwerfen mit einer Lumina-Kugel. Und dann sollte das Holy Moly seine Freunde verteidigen. Oh, so ein braves Wauwau. Och, und da freuen sie sich alle. Nein, wie niedlich. Denke mal, das richtige Bild war dabei. Ja, sehr schön. 4 Sterne. Nicht schlecht. Wuffels. Was für ein tapferer Kämpfer. Ach, wie schön. Auftrag erfüllt. Der letzte Auftrag des DLC. Kriegen wir noch eine Belohnung? So eine Meta-Belohnung?
Na, komm schon. Okay, nichts, natürlich nicht. Was auch sonst. Wie beim Hauptspiel. Na, vielleicht kriegen wir bei der Abgabe was. Wo ist es denn da? Zum Schutz seiner Freunde. Sehr schön. Ein Stempel. Oh, tolles Timing. Du hast in dieser heiklen Situation die Tapferkeit von Wuffels gut festgehalten. Ja, aber es gibt keine weitere Belohnung für die 100%. Natürlich nicht. Mal wieder, was auch sonst. 234 von 234 Aufträgen. Leute. Das war wieder anstrengend. Aber es hat auch Spaß gemacht. Ja, Leute, das war der DLC, beziehungsweise alles, was man so im DLC sehen konnte. Also mir persönlich hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Es ist von den Aufträgen her definitiv auch besser als das Hauptspiel, weil ein Großteil der Aufträge deutlich, deutlich leichter waren. Aber ja, ein, zwei Sachen waren dabei, wo ich trotzdem irgendwie, ja, den Kopf geschüttelt habe. Nichtsdestotrotz, schöner DLC, war ja auch gratis, ne? Ich freue mich, dass die das Spiel noch ein bisschen erweitert haben. Vielleicht gibt es ja nochmal ein DLC. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Für den Moment war es das aber mit Let's Play New Pokémon Snap. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen oder eher gesagt, die Videoreihe hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.